Zwischenstopp in Hamburg. Das Segelschiff Sea Cloud Spirit hat am Morgen an der Überseebrücke festgemacht. Der Windjammer ist derzeit auf einer Rundreise von Kiel über Oslo nach Hamburg. Eigentlich hätte das Schiff vor wenigen Tagen auf Sylt anlegen sollen, doch wegen des Starkregens und Sturms war die Crew gezwungen, Bremerhaven anzusteuern und frühzeitig nach Hamburg zu kommen. Zur Stunde läuft der Windjammer wieder Richtung Nordsee aus. Am 14. August ist dann ein weiterer Stopp in Hamburg geplant.